1984 passierte in Griesheim Folgendes. Eine Mannschaft stieg aus der zweiten Fußball-Bundesliga in die erste Handball-Bundesliga. Sorry, natürlich. Und die sind alle da. Die begrüßen wir jetzt mit einem großen Applaus. Der Reihe nach, der Trainer von damals, 20, Peter Rickertsen, den damaligen Kapitän Uwe Naffin, im linken Rückraum tätig Jan Glöh. Rückraum Mitte Holger Thiessen, der Linksaußen Dirk Schmeschke, am Kreis Klaus Meckes, Rechtsaußen Holger Hinrichsen, Rückraum links Michael Bartschis, Rückraum rechts Klaus-Peter Albert, nochmal Rückraum links Hans-Peter Knies, Linksaußen Rainer Schnurr, am Kreis Hans-Peter Petersen, schon vor 30 Jahren tätig als Videoaufnahmemann Karl-August Engelsen, Uli Riese, der Masseur, Holger Kühl als Betreuer, Manni Weber als Vorsitzender des ETSV Weiche und Günter Adas vom Vorsitzenden der Handel mit der SV. Die Aufstiegsmannschaft von 1984. Und sie sind kein Jahr älter geworden, wenn man sie sich anguckt, oder? Sehen doch genauso aus wie damals, fit wie ihr je. Nochmal einen ganz, ganz großen Applaus. 30 Jahre Handball. SG Weiche Handewitt damals. Jetzt ist SG Flensburg Handewitt. Großartig. Und natürlich an den Trainer Peter Rickertsen gleich nochmal die Frage. Peter, vor 30 Jahren den Aufstieg geschafft. Würdest du heute nochmal mit den Jungs antreten? Naja, in der Bundesliga nicht. Die meisten können nicht mehr so, aber einige spielen ja noch in Traditionsmannschaften, soweit ich gehört habe. Okay, dann hole ich mir nochmal den Kapitän Uwe Naffin. Uwe, wenn du dir heute die Jungs anguckst, wie war das damals, der Aufstieg? Kannst du dich noch erinnern? Ja, das war damals ein großes Erlebnis. Das war Leidenschaft und Freude pur. Irre. Ich habe heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, mit meiner ganzen Truppe dort gewesen zu sein, dass es uns gelungen ist. Uwe Naffin, der Kapitän, und Manni Werner natürlich hier, der quasi Manager und der Vater des ganzen Manni. Was geht denn noch? Ihr habt ja nächstes Wochenende habt ihr sozusagen 30-jähriges Jubiläum fix am 18. Mai. Was geht denn noch? Ja, was soll gehen? Das war ein großartiges Ereignis, war ein Grundstein für die Entwicklung des Handballs in dieser Region. Aber man muss auch nüchtern hinzufügen, wenn wir nicht in die SG Flensburg-Handewitt übergegangen wären, wäre diese Entwicklung, die wir heute erleben, ein absoluter Spitzenklub in Europa zu sein, wäre ohne die SG Flensburg-Handewitt nicht möglich gewesen. Das muss man hier mal in aller Klarheit sagen. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt den Grundstein mal die Meistermannschaft von oder auch 1984. Toll, dass ihr da seid. Und jetzt geht's weiter.